So, und wir sind mittendrin im Geschehen. Mittendrin im Geschehen. Erstmal herzlich willkommen. Hier, wir sind natürlich Happy Halloween, ja, im Team Gespenster. Und ich wollte euch dieses Highlight mal zeigen. Schaut es euch an. Mit 87,2%, da kann man nicht meckern. Die Gasmaske hat wieder zugeschlagen. Aber an dieser Stelle nicht zu früh gefreut, weil die Gegner in der Gegnermannschaft waren zwei Leute. Disconnected. Auch hier ein Highlight. Das Highlight war nicht das Game selbst an sich eigentlich, und war auch spaßig, sondern hier haben wir auch gegen unser eigenes Team gespielt. Das kommt bei Splatfesten manchmal vor. Und dann verändern sich die Farben. Und diese Farbe, also es erinnert mich eben an Zahnpasta oder so. Richtig schöne Farben. Und auch das Rot, also guck mal, das leuchtet so. Da wird man doch mal gerne weggesplattet. Wunderbar. So Pastellblau ist es, glaube ich, ja. Also es ist so eine erfrischende Farbe. Also wunderschön. Ihr seht schon, ich konnte nicht richtig aufzeichnen. Ich habe immer nur diese 30 Sekunden Videoclip-Funktion an der Switch genutzt, weil, wie gesagt, konnte ich nicht aufzeichnen, weil mein Handheld ja nicht funktioniert. Und auch einen Kommentar zu beantworten. Ich weiß, dass der Handheld, diese Steuerung keine Bewegungssteuerung hat, sondern aber nach oben und unten geht trotzdem, aber halt nicht im Spiel. So, das war's. Hier, wunderbar. Ja, ein Win. Ein Win mit so einer schönen Farbe muss man ja gewinnen. Und jetzt gucken wir uns die Endergebnisse an. Bam! So, das war ja ein heißes Wochenende in Splatoween und ich muss euch etwas gestehen, zum ersten Mal in der Geschichte von Splatoon, da seit ich das jetzt schon spiele, seit Jahren, war es das kürzeste Splatfest für mich, also wo ich nicht von der Zeit, sondern wo ich am wenigsten gespielt habe. Ich habe nur ein bisschen am Samstag gespielt und dann am Sonntag noch ein bisschen und das war's schon. Also ich habe nicht mal den maximal Hyper-Rang erreicht, sondern ich habe einfach, ich war einfach noch so zu kaputt von meinem Wochenende. So, ich mache mal ein bisschen kleiner, aber wir gucken uns das Ergebnis an. Zur Erinnerung, ich war im Team Gespenster. So. Und ja, oh, da kann man nicht meckern. Jetzt, welches Team hat die meisten Stimmen bekommen? Ich tippe mal auf Skelette oder Zombies, weil das sind ja die beliebtesten. Das hier. Was? Wie bitte? 83? Nein, 63%? Oh, das ist jetzt wirklich eine Überraschung. Ich hätte das jetzt nicht gedacht. Gut, gucken wir uns die Ergebnisse an. Oh, die Skelette haben hier deutlich mehr abgeschottert als die Gespenster. Aber die Zombies sind im Hintertreffen. Irgendwie, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Meine Nerven, das ist ja furchtbar spannend. Moment, bam, bam, haha. Ja, Sieg. Ein Sieg für die Gespenster. Das ist... Was? Moment. Wurden alle Stimmen gezählt? Diese Niederlage ist ja gruselig. Ei, ei, Teamgespenst. Ihr seid mit Geduld und Spuke habt ihr gekämpft. Wir konnten jetzt ein bisschen nur verlieren. Keiner konnte unseren Vormarsch stoppen. Und wir Skelette haben knochenhart rangeklotzt. Aber leider half es nicht. Wer hätte gedacht, dass so viel Gespensterenergie auf der Welt spukt? Ei, ei. Und es gibt bestimmt viel, die... Ja, Das läuft wieder schneller, als ich lesen kann. Ja, total. Es wird gespenstert, was das Zeug hält. Eine große Überraschung. Also wirklich eine große Überraschung. Zuerst, dass die Gespenster die meisten Stimmen hatten. Also die meisten haben Gespenster gespielt. Und wirklich ganz, zwar knapp gegen die Skelette, aber immerhin. Immerhin gewonnen haben. Und die Zombies waren im Hintertreffen. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist echt eine Überraschung. Also, da spiele ich einmal ganz, ganz wenig. Und ohne mir jetzt hier sonst die Finger abzubrechen beim Spielen oder so fast. Und dann gewinnt das Team.
Also das ist ja wirklich, hat das was zu bedeuten, wenn Kip kommt, dann, nee. Also ich hatte ja schon oft haushohe Gewinne oder deutliche Gewinne bei Splatoon, Splatfesten. Aber das hier, das ist echt eine Überraschung. So, da stehe ich wieder. So, eine Supermuschel. Da stehe ich wieder mit zerrissenem Hemd. Aber mit einer tollen Tentakelfarbe. Dieses Gelb, das gefällt mir super gut. Und ich glaube, ich lasse die Gasmaske noch eine Weile an. Ich habe jetzt auch einen schicken Feuerwehrhelm. Aber die Gasmaske irgendwie, ich lasse sie erstmal. Ihr werdet ja Zeit für eine neue Gasmaskenstaffel. So, ich muss ein Foto machen, weil hier dieser Stein, der irgendwie aussieht wie der Königstein bei König der Löwen. Ja, König der Inklinge. Ist so selten frei, deswegen will ich mich jetzt da mal hinstellen und ein paar Fotos machen. Und ihr seht schon, das Auf- und Abschwenken funktioniert. Es funktioniert nur nicht im Spiel. Bei mir ist klar, dass diese Steuerung keine Bewegungssteuerung hat. Das weiß ich natürlich. Aber Auf- und Abschwenken mit dem Steuerknüppel, oder wie nennt man das? An der Switch, ja. Dieser Hebel. Ein Hebel, uiuiui. Funktioniert im Spiel nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich Absicht. Vielleicht hat das muss tatsächlich so sein. Es sei denn, man kann es noch irgendwie umstellen. Aber ich habe es bisher nicht herausgefunden. So, oh nee. Der Laden ist zu. Ich habe keine Ahnung, wo es da hingeht. Ist es nur eine Attrappe oder wer da... Gut, es gibt ja jetzt diese Erweiterung für Splatoon 3. Die will ich auf jeden Fall zulegen. Gut, die Erweiterung bei Splatoon 2, die Octo Expansion, habe ich auch noch nicht. Und die Story-Modus auch noch nicht. Also die Story-Modus... Ich bin irgendwie ein bisschen... Was ist denn das? Nee, da will ich jetzt nicht rein. Da will ich jetzt nicht rein. Ich will wieder drei knackige Runden spielen, weil sonst wird das Video ein bisschen sehr kurz. Das ist auch ganz spaßig, mit dieser Steuerung zu steuern, zu spielen. Und ich möchte mit dieser Farbe ein bisschen rumsplätten. Und ich lasse das zerrissene Hemd erstmal an. Das kann sehr witzig werden. So. An alle, die vielleicht sich mit Splatoon noch nicht so auskennen, Wände einfärben bringt keine Punkte, sondern nur der Boden. Es gibt ja Leute, die haben auch die Wände fleißig eingefärbt und nicht gemerkt, dass der Zähler gar nicht hochgeht. Und dann was? Ich habe gedacht, ich hab alle Wände eingefärbt. Also es ist schon verrückt, dass es Bereiche gibt, die man einfärben kann, die aber keine Punkte geben. Aber das ist ja der Spaß, ne? Weil es wäre ja langweilig, wenn das anders wäre. So, erste Runde nach dem Splatfest, nach dem gewonnenen Splatfest, und zwar haushoch gewonnen. Wow, es war aber nicht mein Verdienst, weil ich habe wirklich, mein Beitrag war wirklich diesmal sehr bescheiden. Und deswegen möchte ich da jetzt nicht hergehen und sagen, jawohl, Kip hat hier dazu beigetragen, dass wir gewonnen haben oder dass die Gespenster gewonnen haben. Das bestimmt nicht. Einmal habe ich einen Zehnkampf, kam ich in einen Zehnkampf und den habe ich aber verloren. Ich glaube, den habe ich mit dem Handheld gespielt und nicht mit der neuen Steuerung, diese Ersatzsteuerung, die ich habe. So, meine Lieblingshaarfarbe. Es gibt auch Lieblingshaarfarben und ich finde rote Haare einfach super. Und ich finde, dass Kip Splat, der eben mein Inkling hier, richtig gut mit dem Haar aussieht. Also er sieht mit anderen Tentakelhaarfarben natürlich auch mega gut aus. Aber das sind so diese kräftigen Farben. Ich bin ein Fan von kräftigen Farben. Blau natürlich für alle Zeiten die Lieblingsfarbe. Aber Gelb, da sieht man dann so blond aus. Es ist übrigens die Ausgangsfarbe anscheinend. Ich glaube, wir sind immer... Sind die Tentakel, die Haare immer gelb? Nach dem Splatfest, weil es geht ja alles immer so in diese Ursprungskonfiguration rein. Und ich glaube, das ist die Werkseinstellung. denke ich mal. Und ja, das sieht sehr gut aus. Also nicht hier das Spiel gerade, weil es ist sehr anstrengend, wenn ich nicht hochgucken kann. Das bedeutet, ich kann natürlich dann auch nicht hochschießen.
wenn da oben ein Gegner ist, zum Beispiel auf diesem Gitterrost und auf die Steuerung, also wenn die Bewegungssteuerung fehlt, es ist unglaublich schwer, dann auch Gegnern auszuweichen. Gut, ich bin sowieso Weltmeister da drin, weggesplattet zu werden. Das ist wahrlich nichts Neues. Aber ja, gut, das ist auch schon passiert mit Bewegungssteuerung. Deswegen, solange ich jetzt noch auf diese Steuerung angewiesen bin, verbleibe ich mit dieser Waffe komme ich sowieso am besten klar. Aber dann wird das Hauptziel eben sein, einzufärben. Und weil Killen ist halt wirklich ziemlich schwierig. Es wäre vielleicht mal spaßig in diesem Modus, mit diesem erschwerten Modus, mit dieser anderen Steuerung, wo ich eben, wie gesagt, nicht nach oben und unten gucken kann und kippen kann, andere Waffen mal auszuprobieren. Es ist nur einfach unglaublich anstrengend. Wenn es anstrengend ist, dann ist es frustrierend. Und ja, und natürlich ist es so, da hinten ist ein Gegner, wo man abschießen will, aber es kommt plötzlich einer von der Seite oder von hinten. Egal, wo man übrigens hinglitscht, irgendwo sind immer, die Gegner sind immer gleich da, obwohl die ja auch maximal nur zu viert sind. Aber egal. So, dieser Agent, der hat mich jetzt schon ein paar Mal ganz, ganz fies weggesplattet. Sitzt ja auch an Spawnpunkten und splattet gleich weg. Gut, das habe ich auch schon gemacht. Von dem her. So. Oh je. Sogar die Animation mag nicht mehr. Gegen die Lieblingsfarbe noch verloren. Gegen Blau. Aber ich gönne es den Gegnern. Ich gönne es den anderen auch. Übrigens, beim Spiel redet man von Gegnern und nicht von Feinden. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, zum Beispiel, wenn man beim Splatfest in den unterschiedlichsten Teams ist, ja, bei diesem Splatfest, da sind ja wieder Feinde. Also, Feind, das hört sich immer so nach Krieg an und so negativ. Es ist ja immerhin noch ein Spiel und Sport, weil man sagt ja auch nicht beim Fußball, ja, wir spielen heute gegen unsere Feinde aus dem FC irgendwas, ne? Sondern das ist ja der Gegner und nicht der Feind. Und das ist irgendwie so, ja, auf mich wirkt's wenig sympathisch, wenn man von Feind redet. Es ist ja, ist ja immer noch ein Spiel und ein Sport. Und, oder wenn ich Schach spiele oder was weiß ich, Uno, Mama, sag ich auch nicht. Ja, das ist mein Feind, mit dem ich das spiele. Es ist ja der Gegner. So, Runde 2 mit einer Farbe. Wobei, wenn sie jetzt so gesplattet wird, so dieses Minzgrün, ja, naja, es geht. Beim Splatfest würde das jetzt schön leuchten. Aber egal, das ist ja hier. Hier ist es übrigens unglaublich schwer mit dieser Steuerung zu spielen, weil hier kann man ja unglaublich viel einfärben in die Mitte. Die ist hier entscheidend, dass man die Mitte beherrscht. Aber es ist, wie gesagt, es ist wirklich sehr schwer. Und wenn da auch so Fernwaffen dazukommen, Gegner haben, dann ist das Ausweichen, das ist sehr schwierig. Wegspringen ist übrigens eine Option. Aber wenn man wegspringt, dann muss man ja auch das Ziel aussuchen. In dem Moment, wo ich auf X drücke und dann nach dem Ziel suche, bin ich schon weggesplattet worden, weil ins Zielmenü, ins Sprungmenü zu gehen, da ist man ja nicht, also es ist ja das Spiel nicht pausiert, man steht ja trotzdem noch da und kann abgeschossen werden. Deswegen springen, wenn man sieht, okay, das sind Gegner und da muss ich jetzt weg, ich bin irgendwie eingeengt oder so, dann versuche ich lieber den Gegner wegzusplatten und kämpfe lieber, und manchmal klappt es ja auch wirklich, als dass ich dann springe und dann auch weggesplattet werde. Also das ist einfach, ja, aber das ist nur meine Strategie. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eine besondere Strategie habt, wo ihr euch bei euch so zugelegt habt. Wer gesagt hat, na gut, der Heide hat sich jetzt gar nicht rentiert. Zum Beispiel auch, wenn ich Klecksbomben oder sowas habe,
Und ich sehe, okay, so wie hier jetzt, ich werde gleich weggesplattet, dann schmeiße ich die im letzten Moment nochmal ab oder versuche sie abzuschmeißen. Zum einen mal, um zu versuchen, die, um den Gegner, vielleicht da zu erwischen. Manchmal hat es nämlich schon funktioniert. Und Färbpunkte so im letzten Moment nochmal zu erreichen. Weil wenn man weggesplattet wird und geht zum Spawnpunkt zurück, respawnt, dann ist ja sowieso die Tinte sowieso verbraucht. Ja. So, die Coolbomben sind hier sehr oft vertreten als Ulti-Waffe übrigens. Ist mir schon aufgefallen. Man ist ständig am cool, cool, cool drücken. Das ist übrigens auch so eine Geschichte. So, schon wieder. Das ist übrigens auch so eine Geschichte, was natürlich dich auch abhalten kann, vor Gegnern abzuhauen, wenn man dabei beschäftigt ist, die Coolbombe aufzuladen. Aber ich nutze diese Gelegenheit eigentlich fast immer, weil jede Coolbombe kann ja eine Ulti-Waffe sein, die, ja, die das Spiel noch rettet oder rumreißen kann. Weil, wie gesagt, letztendlich, es geht ums Einfärben und nicht um, wie viel der Gegner mal gekillt hat. So, Runde 2 nach dem Splatfest, Splatoween. Oh je, da kann ich jetzt schon so machen. Das war ein Satz mit X, war wohl nix. Apropos Splatoween, das Splatfest ist zwar vorbei, aber Halloween ist ja noch nicht vorbei. Also heute ist der 31. Oktober, heute ist offiziell Halloween, wenn ich das hier aufzeichne. Und die Halloween-Deko, die hätten sie jetzt eigentlich in Splatoon noch beibehalten können. Ist ein bisschen schade, ja, ich weiß, das ist softwaretechnisch, wäre das so gemacht. So, für die dritte Runde möchte ich meine Lieblingsklamotten hier mal anziehen. Die Limetten Anzug und dann diese Schuhe. Das ist richtig, das sieht richtig cool aus. So, für die dritte Runde. Die dritte und letzte Runde. Und ja, und ich will ja auch nicht meckern, gell? Also das ist wirklich schon meckern auf hohem Niveau. Weil es ist halt wirklich richtig gut gemacht. Trotz allem. Also ich kann wirklich, wie gesagt, das Technische ist bei mir so ein Grund zu meckern. Diese Steuerung, wo einfach das Hoch und Runter nicht funktioniert. Also diese Hoch und Runter gucken im Spiel nicht funktioniert. Jedenfalls habe ich es noch nicht rausgefunden, wie es geht. Und eben die Social Media Anbindung. Also dass man nicht auf eine beliebige Facebook-Seite das teilen kann, sondern es ist wirklich die private Facebook-Seite. Also ich habe auch schon andere Sachen versucht, dass ich gesagt habe, okay, an der Switch, ich guck mal, vielleicht kann man auch andere Facebook-Profile ansteuern. Nein, weil man muss sich ja bei Facebook mit seinen Daten anmelden, also mit der E-Mail-Adresse oder mit der Telefonnummer, glaube ich, geht es inzwischen schon. Und klar, wenn ich verschiedene Seiten habe, habe ich ja trotzdem alles unter einer E-Mail-Adresse. Und wenn ich die E-Mail-Adresse bei der Switch eingebe, für die zum Connecten ist es immer dann das private Profil. Aber wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Ich lade immer dann die Daten, also es sind meistens Bilder, aber manchmal auch so diese Kurzclips, wo ihr jetzt vorhin gesehen habt, die lade ich eben dann von Facebook wieder herunter und verarbeite sie dann im YouTube-Video. Und wir haben die Lieblingsfarbe. Guckt's euch an, dieses Blau. Harmoniert es nicht mit der Jacke, harmoniert es nicht mit diesen Schuhen. Oh, das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Wie gesagt, ich möchte unbedingt noch Gummistiefel haben. Das heißt mal wieder Salmon Run. Aber den Salmon Run, da gehe ich erst rein, wenn die Steuerung richtig funktioniert. Und das möchte ich natürlich auch dann richtig aufzeichnen, weil ich es aufzeichnen will und euch zeigen möchte. So. Oh, der Gegner ist in Gefahr. Wird es vielleicht eventuell doch... Oh, war das jetzt? Hui, Papino. Oh, das war ein Mehrfach-Kill. Kill, Splat, Kill, hin und her. Kille und gewatschelt. Gesplattet, nicht gewatschelt. Komm, ich hab watscheln. Gegner in Gefahr wird es vielleicht in der dritten, letzten Runde für dieses Video. Etwa ein Sieg. Wäre schön. Weil ich möchte natürlich mit diesem neuen Outfit, in meinem Lieblingsoutfit, die Siegerpose sehen. Weil die gefällt mir immer noch richtig gut. Es ist nicht die hundertprozentig
Wunschpose, so dieses über die Schulter gucken. Die Kipppose, wie ich sie nenne. Ist übrigens auch meine Pose, beziehungsweise Kippspose auf dem Cover von dem ersten Supernova-Roman, das Sternfeuer von Antares. Das hoffentlich, ja, dieses Jahr wird nichts mehr, aber so schnell wie möglich in den Buchhandlungen erhältlich ist. So, die letzte Minute läuft. Es sieht gut aus. Ich werde wahrscheinlich nicht die 1000 Fair-Punkte schaffen. Das ist immer so ein persönliches Ziel. So, jetzt ist eine Unterbrechung. Moment. So, das bin ich wieder. Das ist wieder so ein persönliches Ziel, wo ich da sage, gut, das ist so ein Ziel, wo man sich setzt, so 1000 Punkte. Oder dieser Fan-Leiter Dingsbums zu werden, wenn dann Splatfest ist. Natürlich, das Hauptziel ist der Sieg, aber auch so kleine persönliche Siege oder Meilensteine setzen, dann regt man sich nicht so sehr auf, weil man, oh, ist schon wieder verloren oder das ist unfair oder weil, wie gesagt, es ist immer noch ein Spiel und es gab schon so viele Splatfeste, da hat man alles gegeben und fast jedes Spiel gewonnen und trotzdem den Gesamt, also die Schlacht gewonnen, den Krieg aber trotzdem verloren. Von dem her. So, das war's. Runde 3 und ich glaube, oh, es sieht nicht sehr eindeutig aus. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Reicht für die Siegerpose. Oh, die Siegerpose. Cool. Diese Schuhe. Also ich kann mich an den Schuhen gar nicht satt sehen. Ziemlich cool. Die kommt auf das Thumbnail. Diese Siegerpose kommt auf das Thumbnail. Also wenn ihr das Thumbnail seht, seht ihr eigentlich schon gewonnen. Ja, aber egal. So. Nein, wir beenden und gehen raus. Gut, färbtechnisch am letzten Platz. Wie gesagt, es liegt ja an der Steuerung. Soll keine Ausrede sein. Aber, ja, aber es ist ein triftiger Grund. Gut, es ist vielleicht auch eine Trainingssache, dass man immer besser wird, auch wenn man nicht hoch und runter gucken kann. So, ja, das soll es für heute dann auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich für 1210 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Und das nächste Projekt ist das Trolls-Spiel von... Werde es auch von Steam jetzt runterladen gehen und werde das dann spielen. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich beim Trolls-Spiel bzw. beim nächsten Splatoon. Ich bedanke mich, habt eine schöne Zeit. Happy Halloween, ich mache jetzt hier noch ein Foto. Und bis zum nächsten Mal. Keep Supernova over and out.